herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Gelungener Saisonauftakt, ja, Saisonauftakt hätte ich jetzt fast gesagt, nur sozusagen Zwischenrundenauftakt für den EHC Bayreuth. Die Tigers schlagen Moosburg mit 8:2. Wir haben eine interessante Runde hier vorne und ja, ich mag ja sonst die starken Worte nicht so mit Legenden, Eishockey-Urgesteine oder sowas, aber diesmal, glaube ich, sind diese Begriffe angebracht. Ja, ganz links außen steht er. Herzlich willkommen, Günther Oswald. Ein paar Worte zu ihm sagen, ein paar hundert Spiele in der DEL hinter sich, war deutscher Meister mit Krefeld, war Nationalspieler und hat sogar an Weltmeisterschaften teilgenommen. Also wir sind froh, dass er heute da ist. Ja. Dankeschön. Dann haben wir natürlich den Trainer der Gäste, Klaus Feißl, auch ein alter Bekannter. Und jetzt wackelt bitte die Bude nach dieser tollen Leistung heute. Herzlich willkommen, Kevin Altmann. Und natürlich unser Sergei Wassmüller. Fangen wir mit den Gästen an. Klaus, 15 Minuten 0-0. Da habe ich gedacht, nein, wird heute gar nicht so einfach für uns. Aber dann war das Spiel eigentlich innerhalb von 4 Minuten dann entschieden gewesen. Ja, guten Abend, Renan. Sehr geil, gratulieren. Wir wiederum zum Sieg, zum absolut verdienten Sieg. Ja, 15 Minuten war es 14:40 war es 0-0 gestanden. Dank unserem Torhüter Bernie Eckerdinger. Der hat da ein paar Tage selbst gehabt. Aber es war mir von vornherein schon da, der Druck wurde immer größer. Und mit so leichten Fehlern, wo wir dann produziert haben, so kleine Abspielfehler zur Zuordnung hat ein paar Mal nicht gestimmt und dann hat es natürlich gescheppert. Das ist natürlich bereits zu stark für uns. Bloß, ich sage so, ich habe es gerade an Sergei gesagt, es ist nicht unser Ziel, Erster zu werden in der Gruppe, unser Ziel ist es, Zweiter zu werden. Und das ist ja noch zu schauen. Wenn ich den dann jetzt anschaue, Bayreuth ist absolut eine Spitzenmannschaft. Und ich freue mich auch schon auf das Finale dann zum Trofen gegen Bayreuth, glaube ich schon. Ich habe Bayreuth nicht nur spielerisch deutlich besser gesehen, sondern auch läuferisch. Das war ganz offensichtlich von uns. Ja. Ja, nur das habe ich mir gedacht. Nee, wie war es für euch, eine Sturmlawine nach der anderen auf euch zugelaufen? Ist, glaube ich, nicht so einfach dann zu spielen. Ja, wie gesagt, ich meine, wir sind Vierter geworden in der Zwischenrunde. Wir haben unsere Höhen und Tiefen in der Saison gehabt. Losgegangen ist gleich mit 10-0 gegen Bayreuth im ersten Spiel. Da haben wir gleich mal schön willkommen geheißen worden in der Bayernliga. Aber ich muss sagen, was andere Mannschaften machen, das interessiert jetzt mich gar nicht, weil ich fühle mich wohl in Moosburg. Das ist nur kurz an meinem Heimatort, ich kann mich da fit halten, ich spiele gerne Eishockey und alles andere, das ist mir eigentlich egal. Kevin, für euch Spieler muss doch heute Spaß gemacht haben. 8:2 gewonnen, Menge an Torchancen rausgespielt, tolles Spiel gewesen. Also zuvor möchte ich erstmal was sagen und zwar möchte ich mich bedanken bei den ganzen Vorständen und auch beim Trainer nach dem ganzen Hickehacke, was jetzt die letzten Wochen waren. Du kennst dich schon aus mittlerweile. Ich denke, es ist auf jeden Fall einfach. Ich bin jetzt froh, dass ich spielen kann und bin echt stolz, dass ich in so einer Mannschaft spielen darf. Und zum Spiel selber, natürlich, hat es sehr viel Spaß gemacht. Jeder gewinnt gerne, dann auch so. Und das Team hat wirklich einen super Job gemacht und ich bin wirklich froh, hier im Bayreuth zu sein. Kevin. Manchmal, wenn du antrittst, da geht ein Raunen durch die Tribüne. Also, wo nimmst du denn diesen Turbo her, der super schnellen Antritt? Wo hast du dir das angeeignet? Ich denke, das habe ich vom Papa abgeschaut. Vom Papa ist der auch so schnell? Jetzt immer noch? Angeblich. Alle erzählt. Nee, spezielles Training? Machst du spezielle Übungen und so? Nee, eigentlich nicht. Also, weiter so und viele Tore schießen. Sage, wenn ich einen Hut hätte, dann würde ich ihn heute ziehen. Ich habe heute überhaupt nichts zu kritisieren. Das ist ganz ungewohnt von dir. Hallo, guten Abend. Ja, danke schön. Erst einmal, haben wir alles, denke ich, alle gesehen. Wir waren
klar, bessere Mannschaft von letzter Sekunde bis zum letzten Spiel voll im Griff gehabt. Gut war es, dass die Jungs sehr diszipliniert gespielt von beiden Seiten, sehr faires Spiel haben wir auch gesehen. Und natürlich, ich war auch zufrieden, nicht nur mit dem Ergebnis, sondern der Leistung der Bayreuth Tigers. Dankeschön. Ich glaube, heute waren alle zufrieden, sage ich. Noch die Frage an dich. Der Konkurrenzdruck hat ja jetzt noch zugenommen. Drei neue Leute, Böldner, Kevin ist gekommen und Torwart dazu. Stimuliert das die Mannschaft? Erst einmal möchte ich sagen, da bin ich erst einmal froh. Ich fühle mich sehr gut, weil ich habe endlich mal komplette 4 Reihen. Und 3 Torhüter, das wünscht sich natürlich jeder Trainer. Das ist Punkt Nummer 1. 2, wir wissen genau, wenn es so richtig sportliche Konkurrenz gibt, das ist automatisch, steigt die Qualität im Training und natürlich im Spiel auch. Und dazu will ich nur einfach vielleicht sagen, natürlich macht es Spaß und die Jungs, die neuen Zugänge haben sich sehr gut in die Mannschaft integriert. Die leisten sehr viel, sehr gut trainieren auch. Und das, was wir vorgenommen, beziehungsweise die taktische Aufgabe, oder die passen sehr gut zu unserem System. Und die machen auch ganz gut. Und zum die Sache, was Konkurrenz gut oder nicht, aber ich denke, dass Konkurrenten bewegt die ganze Welt. Egal wohin, Sport oder Business. Konkurrenz ist lebendig. Trotzdem, ich stelle es mir nicht so einfach vor. Tim Siegmann war heute wieder im Tor gewesen. Julian Bedermann war Stammtorwart, bevor Tim Siegmann gekommen ist. Wie gehst du jetzt mit Julian um? Schlägst du ihn dann drüber? Ja, es ist eine ganz normale Situation. Wir haben vorhin auch schon alles abgeklärt, wie und was, wie das funktioniert. Wenn jeder jetzt mich kennt, ich gehe ganz korrekt gegenüber zu jedem Spieler und ich behandle die Spieler auch gleich. Und von daher. Ja, natürlich, ich rede mit Julian, ich rede mit Sigmund, ich rede mit vielen einzelnen Gesprächen und mit solchen Situationen muss man umgehen und so nehmen, wie es ist. Aber wir wissen, dass Julian redet auch nicht viel, von daher, wir reden nicht jeden Tag, aber es reicht, wenn wir zusammenkommen. Kann man gar nicht glauben, dass Julian nicht viel redet. Das kann ich bestätigen, Interview für ist nicht ganz anders. Gibt es denn Fragen aus der Runde, aus dem Publikum? Kann ich nie fragen, muss ich immer wieder die letzte Runde machen, vor allem mit dem Günther wieder an Eishockey-Urgestein. Günther, ich habe mir sagen lassen, du bist als Spielervermittler auch tätig. Wie viele Spieler hast du denn da unter deinen Fittichen? Und wie funktioniert der Job? Ist doch, glaube ich, wahnsinnig viel unterwegs. Jesus Christus. Ja, wie funktioniert der Job? Ich meine, man muss natürlich die Geschichte sehen. Ich habe 2008 eigentlich offiziell in Landshut meine Karriere beendet, habe dann in der Geschäftsstelle unter Bernd Runschka gearbeitet in allen verschiedenen Positionen. Ich habe sportlicher Leiter, ich habe auch den A-Schein, den Trainerschein gemacht. Also ich bin einfach dem Sport verbunden. Ich habe dem Sport alles zu verdanken. Ich bin ein Landshuter, ich bin mit 5 Jahren zum Eishockey gekommen, komme aus einer ganz normalen Maurerfamilie und mich hat der Sport auf eine andere Ebene gehoben. Und ich war 16 Jahre in der DEL unterwegs und kenne